Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Let's Plus. Season 4, glaube ich. Was? Du bist hübsch. Danke. Ja, danke. Oh, das sind Zombies auf der Wiese. Ich weiß. Siehst du mich? Erster Stock Balkon. Erster Stock. Rechtes oder linkes Haus? Ich bin wieder weggegangen. Ja, bist du im kleinen oder im großen? Im Recht, glaube ich. Also die perfekte Kombination ist besoffen zu snipern. Das ist das Beste, was du in dem ganzen Spiel machen kannst. Ich habe wieder keinen Wort verstanden. Das liegt aber nicht daran, dass ich mich getrunken habe. Das lag daran, dass die Stimme wieder so weich schon. Kakias ist. Nee, die hat so komische Begleitgeräusche. Die machen so Knack, Krack, Krack, Krack und sowas. Da schleicht einer um so ein Blockhaus. Klar. Und jetzt ist er auf einmal. Du gehst erst links weiter, auf einmal zack zurück ins Haus. Ich geb dir Deckung. Ich geb dir Deckung. Klar. Ich geb dir Deckung. Hey Sandro. Ja. Ich geb dir Deckung. Ich geb dir Deckung. Du bist Pizzram. Oh, das ist ein Insider. Aber hammerfett, ne? Oh geil, eine leere Whisky-Flasche. Oh, ich mache jetzt die Liebe mit der Waschmaschine. Oh. Du bist wunderhübsch, so weiß mit deinen Knöpfchen. Oh. Lass mich den Behälter öffnen, wo das Bervollspülmittel reingefüllt wird. Oh. Ist das irgendwo ein Auto? Alles klar. Nein. Ich bin im Haus, da ist kein Auto. Wo sollte ich bitte ein Auto stehen? Perwoll! Wie du hörst, ich bin voll konzentriert auf die jetzige Situation. Da. Aber was liegt denn hier alles? Kommt mal her, Kollegen. Erster Headshot. Nächster. Gehst du kommen zu Sie den... Kommen Sie näher. Gehst du zu den Militärzelten? Nee, ich bin in dem Haus. Noch. Die findest du hier. Bei der Headshot. Ja. Du bist hübsch. Wo genau bist Alles klar. du? Alles Beim hinteren Wohnhaus. Vor der Tür. Okay. Siehst du das fette Fabrikgebäude mit dem fetten Schornstein? Ja, den fetten Schornstein kann man nicht übersehen. Da laufe ich jetzt hin. Ja, ich hab dich gesehen. Weißt du was? Ich komme von links über den Wald. Wenn da drin ein Zelt steht, dann werde ich das erstmal beglücken. Ja. Oh, Tankstelle. Kack Na, doch ich ans Knie. Hin. Scheiß die Wand an. Eine Tankstelle. Klar. Jetzt hast du aber was richtig Seltenes gefunden. Hammer, ne? Ah, da ist ein roter Blatt drin. Unten. Und Engine Parts. Ja. Super, das hätte wahrscheinlich so ein Auto finden. Wir bräuchten und zwei. Metal. Scrappy Metall. Wie viel braucht denn das? Wo genau bist du? Du bist zum Meer gelaufen und dann rechts oder links? Do not have enough room in your inventory. I like big boobs, I cannot lie.
So. Really? Oh mein Gott. Warum sind wir eigentlich nicht mit dem Auto hierher gefahren? Tja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Kannst du mir das Ich kann dir so einiges verraten. Ob ich Lust darauf habe, ist die andere Sache. Hier ist noch ein roter Blatt, einmal Glas. Nimm doch die scheiß Coke auf, ey, das gibt's nicht. Coke Zero. Ganz neu mit dem Schuss Cola. Cola küsst Orange. Mit der Zunge. Eine Jerry Can. Mhm. Kein Auto. Nix hier. Ach, mir ist hier irgendwo ein Boot. Kann du irgendwo ein Boot spawnen, oder? Ja. Theoretisch ja. Theoretisch. Hosenhacker. Aha. Irgendjemand schreibt unten Hacker. Jetzt werde ich euch gekickt, so. Bumm. Was? Ich bin ein Zombie. Schau mal, was sie unten lesen. A guy hacked a heli to disappear. Könnte es, vielleicht war die ganze Zeit da, bloß war unsichtbar. Der Helikopter an Steri. Ja. Wo genau bist du jetzt? Du warst bei der Tankstelle. Da bin ich jetzt auch. Wo bist du dann lang? Renn einfach dem Pier entlang. Am Pier entlang, da ist ein Hopper. Da ist ein Hopper. Weiß ich nicht mehr geht. Er schaut genau in meine Richtung. Ich hab Schiss. Jetzt nicht mehr. Alter, er hat mich nicht gesehen. Scheiß die Wand an. Der war echt blind. Der hat bestimmt 8 Dioptrien oder sowas. So ohne seine Brille so. Ohne seine Brille. Komm jetzt einen Reifen. Ja, wenn nicht schlecht. Wenn ich wüsste, wo du bist. Nein, nein, jetzt fängt wieder wieder Waffe. Platz nehmen. Wo bist du? Bist du am Pier rechts oder links? Dann einfach entlang. Ja, in welche Richtung, du Spacken? Ja, von der Tankstelle entlang, einfach entlang laufen. Da kommt das Meer, du kleiner Homo. Nicht da rauslaufen, sondern nur entlang, wenn es alle den Krähen entlang ist. Ja. Oh. Also inkompetent. Nein. Das siehst du. Bis zum Meer, okay. Nicht so mehr entlang, Alter. Ich bin jetzt am Meer. Du bist ein Spack gefahren. Es ist schön, ich dass ich dich nicht verstehe. Du schwimmst schon mehr, oder? Nein, ich schwimm nicht. Ich bin in der Halle. Du bist ein Zombie drin. Warum schwimmt da ein Zombie? Vorne bist du. Ja, ich komme wieder zurück. Gelber Ping? Du? Ja, ja, ganze Zeit schon. Rot. Und raus. Ja, okay. ich weiß, der zieht sich so schön in die Länge. Warte, kann ich das auch noch machen? Nee, bei mir kein Fehler. So, ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Plus Season 4. Ja, wo sind wir denn? Wir are back in time. Wir sind in der Matrix. Oh, ja.
Unser Auto ist wieder da. Dank einem Hacker, was wir unten die ganze Zeit, ihr konntet ja unten die ganze Zeit bei uns im Let's Play mitlesen, wurde, ich hoffe, du rennst da auf der anderen Seite der Lichtung. Ja. Wurde gucken, die Serverzeit resettet und wir sind jetzt wieder hier. Unser Auto ist wo da. Wo wir am Anfang gespawnt sind. Ich habe noch eine Scheißwaffe. Das Gute ist. Ja, klar. Ich habe jetzt noch Painkillers und den ganzen Kack. Das Gute ist ja, dass wir jetzt wissen, wo keine Autos stehen. Genau. Deswegen. Flugfeld, großes. Deswegen nimmt die Geschichte jetzt einen ganz anderen Verlauf. Wir fahren jetzt nicht zum nordwestlichen Flugfeld. Warte, ich muss mal kurz auf Gear, wenn das Auto mal aufhören würde zu. Sich zu bewegen. Wir fahren nicht zum nordwestlichen. Zum nordöstlichen Flugfeld, sondern. Da wir back in time sind, wir sind die. Alter, der Timer regt mich auf. Der Timer. So, jetzt geht er. Wir fahren. Wir wissen, dass der. Vorhin hat einer geschrieben, dass jemand den Helikopter. Dass einer mit einem Hack den Helikopter unsichtbar gemacht hat. Deswegen wurde auch der Server resettet. Wir wissen jetzt nicht, ob's der Helikopter ein Stereo-Sabor war, ne? Sollen wir da erstmal nachschauen? Ich glaube nicht, ne. Okay. Dann Plan B. Nordwestliches Flugfeld. Ja. Oder? Wir werden drauf gehen. Wir werden sowas von drauf gehen. Ja, aber mit Würde. So. Oder wir fahren Richtung Zelenogorsk. Oder Devil's Castle. Das könnten wir eventuell nach dem Flugfeld machen. Falls ja, wir nicht draufgegangen sind. Yes, abort and disconnect and press I'm ready again and spawn back. Okay, da hat bestimmt einer gerade gefragt, wie man neu spawnt. Tja. Alter. Na, ist schon geil, ne? Wir sind richtig geile Schnitzel. Die letzten zwei Stunden umsonst aufgenommen. Ne, nicht umsonst. Wir sind in der Matrix. Warte, ich muss ein paar Effekte hinzufügen, warte. Oh, zisch! Was ist denn das jetzt für ein Effekt? Ich weiß es gar nicht. Nein, das ist so. Mit so einem Unterton halt. Ah, dann brauche ich den hier, warte. Warte! So? Gleich. Und jetzt? Und jetzt? Ja, es ist so ein Halle-Effekt. Also man hört die. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Genau. Wie heißt der Bürgermeister? Bürgermeister von Isel. Isel. Okay, Alter, ich mute dich gleich. Links oder rechts? Zum Flugfeld. Wenn es schnell gehen soll, rechts. Links wäre wieder so ein geiler Wanderweg. Klar. Da geht's Bock drauf. Oh ja. Also da fragt einer die Grund. Sollen wir das Auto irgendwo vor nördlich vom Flugfeld irgendwo verstecken oder so? Nein. Was machst denn du? Alter, wenn die Zivilenreifen kaputt geht, dann hat die Geschichte kein anderes Ende genommen. Du Depp. Die Reifen sind kaputt. So oder so. Oh, wie fährst denn du? Oh. Ich bin durchgekommen. Du hättest rechts gemusst. Oh, du hättest links gemusst. Oh, das Sackgasse. Ja. Ach ja, schön. Ich sag dir einfach mal gar nicht, wo es lang geht. Du musst selber nachgucken. Schämst es. Finde ich auch. Wie ein Profi. Vom Tür weg? Ja, vom Tür. Fuck. Das geht nicht, du Spacken. Ich wollte die Tür wegfahren. Warte, sind noch alle Reifen dran? Ja. Wollen wir kurz noch einen neuen gucken? Sollen wir schon hier? Sehen? Ja. Mach den Motor aus. Kannst du gleich voll tanken, wenn du willst. Oh, nein. Warte. Voll tanken, bitte.
steht's denn? Ich hab ne Cherrykin. Rearm. Get in Lade. Nee, du bist doch gerade gefahren. Was ist mit mir? Der ist nicht voll. Ist auch nicht voll. Kannst du mal voll machen. Ah, Refuel, hier. Jetzt steht's da. Oh, die Zombies hören das bestimmt gleich. Ich mache mal wieder die Cherrykin voll. Oh. Mich hat eines gesehen, ich kann mich aber nicht bewegen. Animation! Hör auf! Beweg dich, du Dreck! Penner! Fahr schon mal ein Stückchen oder überfahr ein paar. Oh, so. So, warte, stopp. Jetzt muss stehen bleiben. Es sind ein paar viele. Okay, Richtung. Dann fahr ein Stück. Fahr ein Stück! Das sind die schneller als ich. Alter, Wiesen. Den hat's wegge... Da fliegt er! Hast du gesehen? Nee, aber... Lass mich kurz ein... Stopp. Jetzt. Bleib stehen, du Dussel. Alter, du leckst bei mir voll. Ja, toll. Ich bin drin. Fahr. Nein. Gott sei Dank. Du hast voll geleckt, ey. Fahr zu. Ich hab angehalten, so wie du es gesagt hast. Oh, die Geschichte... Die Geschichte nimmt keinen guten Lauf. Wären wir lieber rechts rumfahren. Ich würde mal auf den Weg fahren. Ich würde mal auf den fucking Weg fahren. Nein, bist du nicht. Ich habe nicht das. Was hast du denn für einen geilen Ping? Mitten auf. Ah, jetzt. Was hab ich denn für ein Ping? 43. Bei mir kann es nicht liegen. Du hast 115. Da bin ich voll genau auf dem Weg. Mhm. Jetzt schon. Bei mir bist du gerade immer geradeaus gefahren. Was machst denn du? Lass die Kuh in Ruhe. Was, Kuh? Links war eine Kuh. Bist du. Da sind noch Zombies hinter uns. Boah, jetzt bleibt der stehen. Ja, gute Idee. Nicht. Hast du noch Essen dabei? Weiß ich nicht. Ich wusste nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube schon, dass ich noch Fleisch hatte. Ja, aber ich hab nichts mehr. So, und wenn wir jetzt schlau sind, dann fahren wir jetzt nicht zum Flugfeld, sondern wir verstecken das Auto jetzt woanders. Nein. Doch. Ich fahr mitten durch. Okay, wir können ruhig verrecken. Die Season ist ja dadurch nicht vorbei. Nicht so wie so oft. Bist schon so ein Schlawiner. Oh mein Gott. Ja, es blinkt schon. Es blinkt fast gar nicht mehr. Was blinkt? Und mein Essen. Oh. Ja, oh. Der arme Bubbele, hat er Hunger. Da links ist eine Kuh, jetzt kann ich stehen bleiben. Hast du eigentlich schon die MP7 schallgedämpft? Ich glaube nicht. Nein. Boah, haben wir geil. War ich Painkillers dabei? Ja, lauter geht's nicht. Nein. Ich habe 2 Cooked Meat. Ja, lass mal essen. Jetzt habe ich noch eins. Ich habe keinen Platz. Ich habe den Rotanat dabei. Den hau ich jetzt raus. Wir stecken der Kuh tief hinten rein. Ich höre einen Zombie. Gib mir mal einen. Ist es hinten drin bei dir? Ja. Ich habe nur noch ein gegrilltes. Du müsstest jetzt wieder Feuer machen. Voll. Auf und davon. Meerjungfrau Sandro. Hey, ich schieße dir einmal den Reifen, dann habe ich dich. Na komm, ich fahre nur mit W. Da muss ich reinspringen und abfahren.
Das geht nicht, da verletzt man sich. Jetzt hocke ich wieder hinter dir, jetzt kann ich dich ja drosseln. Egal wie man, wie es hier durch den, durchs Dach vom Auto. Das ist eindeutig ein Chevy. Der fährt sehr, sehr... Verband, ja. Das ist eindeutig ein Chevy. Ja. Die Folge ist auch schon rum. Sind wahrscheinlich, wir sind bei 10 Minuten schon fast. Wir schaffen es jetzt nicht mehr leider zum Flugfeld, aber die Zeitreisenden werden sich bald wieder bei euch melden. Also, bis dann, ciao.